letzte Herbstrunde in der Landesliga. Der FC Schwarzach empfing den SC Göfis und die Heimmannschaft drückte zu Beginn auf die Führung. Erste Möglichkeit in der 9. Minute, der letzte Pass kam aber nicht an. Es geht weiter in der 20. Spielminute, die Gäste mit der ersten guten Chance. Der Abschlag vom Keeper landet bei Göfis, ein schöner Pass auf Matthias Bauer und der setzt sich perfekt durch und locht ein zur 0:1 Führung für die Gäste in der 20. Spielminute. Bauer hatte dann das 0:2 gut 5 Minuten später auf dem Fuß. Wieder kommt er vor dem Tor an den Ball, der Schuss dann aber neben dem Kasten. Wieder Bauer dann in der 30. Minute, dieses Mal mit einer schönen Auflage. Der Abschluss von Halbeisen aber geklärt von Schwarzach-Goalie Ndibisi. Dann ging es schnell. Ein weiter Ball bei Schwarzach. Philipp Schuchter setzt sich durch und zieht Richtung Tor. Es folgt der Schuss und der 1:1 Ausgleichstreffer für den FC Schwarzach. Der Jubel war groß. Wir blicken in die 37. Spielminute. Flanke von Göfis, der Schwarzacher Abwehrspieler mit einem katastrophalen Fehler. Maurer mit der guten Chance, der Keeper aber zur Stelle, also weiterhin 1:1. Vor der Pause kamen die Schwarzacher dann noch zu drei guten Möglichkeiten. Zuerst mit einem guten Schuss vom 16er, der Ball aber knapp drüber. Und kurz darauf dann eine schöne Auflage im Strafraum. Der Göfner Verteidiger kann aber gerade noch zum Eckball retten. Der dann nochmals gefährlich, die Göfner bringen den Ball nicht weg und per Fallrückzieher der Versuch, der Ball aber an der Latte und es ging mit dem 1:1 in die Pause. 11 Minuten gespielt dann in der zweiten Hälfte. Die Schwarzacher mit einem Freistoß, der Ball landet bei G-Man und der zieht ab, das Leder aber im Außennetz. Kurz darauf wieder die Heimmannschaft, seine schöne Flanke von rechts, Soilo bringt den Ball aber nicht unter Kontrolle, der Goalie klärt. Dann der Keeper auf der anderen Seite, Unsicherheit in der Abwehr der Schwarzacher, ein schöner Schuss, aber Ndibisi gut gehalten. Es ging Schlag auf Schlag, wieder die Schwarzacher in der 75. Spielminute, ein Weitschuss von Simmer, Goalie Schwarz aber zur Stelle, somit weiterhin 1:1. Zwei Minuten später dann diese Situation im Schwarzacher Strafraum, der Göfner wird zu Fall gebracht und der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter, Bertschler übernimmt die Verantwortung und knallt das Leder ins Netz, das 1:2 und somit auch der Endstand im Spiel FC Schwarzach gegen den SC Göfis. Im Prinzip war das Spiel irgendwie ein Spiegelbild für die ganze Herbstsaison. Auf der einen Seite hat man Chancen, die man vorne selber nicht rein tut, dann kriegt man es hinten und dann geht so ein Spiel leider Gottes halt verloren. Und ja, war spiegelbildlich für die ganze Herbstsaison eigentlich. Wir haben sehr, sehr viele Punkte liegen lassen, aufgrund dessen, dass wir die eigenen Chancen nicht verwertet haben. So war es auch heute. Unglückliche 1:2 Niederlage heute gegen den SC Göfis. Ja, aufgrund des zweiten Halbzeits sicherlich, weil wir da einfach genügend Chancen hatten, aus im Verhältnis sehr gut Fußballer hatten. Und da hat der Schiedsrichter die Entscheidung eigentlich, wo für mich fragwürdig ist, eigentlich nur 2:1 verloren. Ja.